Willkommen zu einer weiteren Einheit der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Dieses Mal mit einer Aufgabe zum Unabhängigkeitstest. Schauen wir uns die Aufgabenstellung einmal an. Die Studenten zweier Studiengänge National Management NM und Regional Brand Management RWM absolvieren einen Sprachtest. Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen. Wir sehen, sie wurden in drei Ergebniskategorien eingeteilt: weniger als 100 Punkte, zwischen 100 und 110 Punkten, mehr als 110 Punkte. Nutzen Sie einen geeigneten Test, um bei einem Fehlerniveau von 5% zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Studiengang und der Testscore besteht. Sehen wir davon? Okay, Testscore kann man noch anordnen, wäre noch ordinal, aber zumindest die Studiengänge sind nominal. Das heißt, wir brauchen hier nicht die Quadrattest, haben also eine Motivation dafür, warum man hier den Unabhängigkeitstest verwenden muss. Dafür gehen wir hin im ersten Schritt und übernehmen die Häufigkeiten aus der Aufgabe. Das heißt, wir nehmen die Tabelle, die wir haben, ergänzen die Werte und rechnen dann die Randhäufigkeiten aus. Das heißt, für jede Spalte addieren wir die Werte darüber auf, für jede Zeile addieren wir die Werte davor auf. Und am Ende, rechts unten, haben wir die Gesamtsumme aller Teilnehmer. Also insgesamt gab es 155 Studenten. Diese Randhäufigkeiten übernehmen wir dann im nächsten Schritt, wenn wir die erwarteten Häufigkeiten bestimmen wollen. Das heißt, wir kopieren die Tabelle, aber nur mit den Randhäufigkeiten und rechnen für jede Zelle, also für jeden dieser sechs Werte, die jetzt hier noch frei sind, die erwarteten Häufigkeiten aus. Wie gehen wir dafür hin? Wir nehmen für jede Zelle die entsprechende Zeilen- und Spaltensumme, multiplizieren diese beiden auf und teilen das Ganze durch die Gesamtsumme, also durch die 155. Das heißt, für links oben, nm und kleiner als 100, rechnen wir 7 mal 87 geteilt durch 155. Für den Wert darunter rechnen wir 7 mal 68 geteilt durch 155. Wenn man das für alle dieser sechs Felder macht, erhält man die folgenden sechs Werte. Das heißt, dies sind die erwarteten Häufigkeiten. Um von den beiden Werten, den tatsächlichen und den erwarteten Häufigkeiten, jetzt zur Chi-Quadrat-Statistik zu kommen, vergleichen wir die beiden. Wir rechnen erstmal die Differenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Wert aus, quadrieren das und teilen es durch den erwarteten Wert. Und das machen wir für jede dieser sechs Felder. Dann kriegt man, wie folgt, die Chi-Quadrat-Statistik als Teststatistik in der folgenden Art und Weise. Halt für den Wert links oben hatten wir einen tatsächlichen Wert von 4, einen erwarteten von 3,93, also rechnen wir 4 minus 3,93, das Ganze zum Quadrat, und teilen es durch die erwartete Häufigkeit von 3,93. Wie gesagt, das für alle dieser sechs Felder, addieren das Ganze auf und erhalten dann mit diesem kleinen Zwischenschritt ein Ergebnis von 8,9216. Das ist unsere Teststatistik. Die ganzen Tests laufen so ab, dass wir einerseits eine Teststatistik berechnen, hier jetzt Chi Quadrat empirisch, und das mit einer Referenzstatistik vergleichen, die davon abhängt, wie groß unser erlaubtes Fehlerniveau ist. Diese Referenzstatistik bestimmen wir jetzt im nächsten Schritt. Hier sehen wir, für den Unabhängigkeitstest ergibt sich die Referenzstatistik immer als derjenige Chi-Quadratwert, den man bekommt bei i-1 mal j-1, Zeilenanzahl minus 1 mal Spaltenanzahl minus 1 und dahinter 1 minus Alpha, Alpha der erlaubte Fehlerniveau, das war bei uns 5%. Also, wir überlegen kurz, wir hatten an dieser Stelle zwei Zeilen, drei Spalten, also rechnen wir 2 minus 1 mal 3 minus 1, also 1 mal 2, haben also den Wert, den wir in der entsprechenden Tabelle für Chi-Quadrat nachgucken müssen, als Chi-Quadrat 2 und 0,95. Schaut man den Wert in der Tabelle nach, findet man dort einen Wert von 5,9915. Und diesen Wert, diese Referenzstatistik, müssen wir jetzt mit der Teststatistik vergleichen. Das heißt, wir schauen uns an, welcher dieser beiden Werte ist der größere bzw. der kleinere. Und hier sehen wir,
Unsere Teststatistik ist größer als unsere Referenzstatistik. Immer wenn das der Fall ist, wenn die Teststatistik größer ist, können wir sagen, dass unsere H0-Hypothese abgelehnt werden kann. H0 sagt aus, es gibt keinen stochastischen Zusammenhang. Das heißt, sie wird abgelehnt. Wir können also sagen, es gibt einen stochastischen Zusammenhang oder es kann ein stochastischer Zusammenhang angenommen werden. Insbesondere können wir hier vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Testscore und den Studiengängen. Und damit haben wir diese Aufgabe auch erfolgreich absolviert. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt und es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch weitere Aufgaben in dem Stil sehen wollen, besuchen Sie auch den Rest der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Ansonsten bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.